Sucht und Konsum hat ja einen unfassbar hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Aber auch da einen sehr unterschiedlichen. Also es gibt ja sozial anerkannten Konsum, es gibt sozial etwas problematischeren Konsum, es gibt Partykonsum, es gibt sozial angemessenen Konsum sozusagen. Also wer auf einer Hochzeit nicht mit Sekt anstößt, wird gefragt, ob er oder sie ein Problem hat, weil kein Alkohol. Also ich glaube, viele Menschen denken, wenn sie hören Sucht, denken die an unsere Klienten, Klientinnen. Das ist aber ja nur ein Teil von ganz vielen unterschiedlichen Menschen, die unterschiedlich konsumieren. Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber wenn man ClubbesucherInnen in Berlin sich anguckt, ist der Drogenkonsum ja auch offensichtlich statistisch gesehen relativ hoch. Wo man jetzt aber nicht sagen würde, guck mal, das ist ja ekelhaft. Wenn man sich aber am Leopoldplatz die Trinker- und die Drogenkonsumentenecke anguckt, ist die Neigung eher zu sagen, na, das ist ja widerlich, was soll das denn? Schön verwachsen hier die Nummer. Das ist ein Spritzenabwurfbehältnis. Davon gibt es 11 Stück in Neukölln. In Berlin weit noch viel, viel mehr. Und die haben wir an stark belastete Orte installiert, dass die Leute halt eine Möglichkeit haben, das sicher zu entsorgen, dass es nicht liegen bleibt. Dann haben wir hier. Wurde auch so ein bisschen was weggerodet hier, ne? Das war auch viel dichter bewachsen vorher. Sahnenstraße. Wir könnten uns vorne jetzt den Spritzenautomaten angucken. Da können sich Leute ihre Utensilien auch außerhalb unserer Öffnungszeiten besorgen. Zu den Packs, da sind verschiedene Größen drin, Nadeln, Ascorbinsäure, Spritzen, alles, was quasi zum intravenösen Konsum notwendig ist. Filter nutze ich die hier, ja. Die Kippen, weil die kann man nicht auskochen. Das ist wohl wahr. Die sind natürlich immer ein bisschen safer, ne? Also da kommt, bleibt nicht so viel. Ich bin 2 Filter. Alles klar. Ich bin schon lange genug drauf, ey. Brauchst du Alkoholtupfer? Nee. Dann haben wir hier alles. Jetzt fehlt nur noch einer, der Stoff verkauft. Da kann ich leider nicht bedienen, tut mir leid. Ich war 3 Jahre in Nürnberg. Meiner Straße 6 sogar im Knast, meine Adresse war hinten drauf. Ich war in Kleve 8 Jahre lang, ich war in Wesel 2 Jahre lang. Also ich kenne Wetzel, Goch, ich kenne alles, Bochum. Ich bin rumgekommen. Die sagen immer zu uns Ruhrpott Kanacken, aber ne? Also ich gehe meistens hier nach Köln und den Brandenburger Tor. Also überall, also wo man quasi Geld machen kann. Ich sag immer, Jungs, teilt euch nie die Pumpen, da sind die Automaten. Ja. Ist das teuer, diese Automaten? 50 Cent geht. Also man kann nicht meckern. Man kriegt auch hier überall an den Plätzen Kohle rein. Man muss halt warten, aber ich sag mal so, Hauptsache es kommt. Besser als Einbrüche zu machen, Überfälle zu machen. Also ich bin da nicht der Mann für. Ja. Weil wir werden auch mal 90 und wollen auch nicht überfallen werden. Also wir müssen immer mal so dran denken. Ich kann auch dazu denken. So, no change, kein Wechselgeld. Schmeißt du da 2 Euro, kriegst du kein Geld. Das ist der Blöde daran. Alles leer. Ha. Das ist jetzt auch ein 1-Euro-Paket. Ja. Ne? Da hast du Aspe mit drin. Da hast du alles bei. Pumpenfilter. Die sind nochmal eingepackt. Die sind eingepackt, ja. Hast du alles, was du quasi brauchst, unterwegs. Und die Behältnisse kennst du aber auch da hinten. Ne? Du kannst sie da reinwerfen. Da an dem Laternenpfahl ist dieses Behältnis, dieses Silber. Ne? Das ist ein Spritzenabwurfbehälter. Da kannst du benutzte Pumpen reinwerfen. Noch sind die ja frisch, ne? Ne, noch sind sie frisch, genau.
Wir kamen jetzt zurück von der Tour und ich habe hier so ein kleines Büchlein, wo ich quasi eintrage, wie viele Leute wir angetroffen haben, was für Leistungen wir erbracht haben. Das heißt, es gibt verschiedene Kategorien wie Anzahl, Erstkontakte, Kontaktgespräche, Infogespräche. Trage ich quasi von hier dann wiederum in diese schöne Statistik ein, die wir am Ende des Monats dann beim Bezirksamt vorlegen. Da hat man so ein kleines, nicht unbedingt super repräsentatives Bild, weil wir nicht den kompletten Bezirk abdecken können und nur drei Leute sind. Aber man hat eine Tendenz, wo es quasi hingeht und wie viel quasi los ist quasi aktuell. So, ich glaube, letztes Jahr waren es um die 500 neue Erstkontakte. Das heißt, Leute, mit denen wir vorher noch nie gesprochen haben. Also, Tendenz ist steigend. Ich liebe nichts außer Stoff. Ich hasse nichts außer den Mächten, die mich davon fernhalten. Und ich fürchte nichts außer nichts zu nehmen. Neben der sozialarbeiterischen Tätigkeit besteht die Aufgabe des Kontaktladens in der Karl-Marx-Straße vor allem in der Versorgung mit sauberen Konsumutensilien und der Möglichkeit, direkt vor Ort und unter Aufsicht zu konsumieren. Ganz im Sinne des drogenakzeptierenden Ansatzes. Hi. Setzt du deine Maske bitte auf, Schatze? Was brauchst du denn? Ja? Ja. Eine Tüte? Ja, bitte. Bitte schön, junger Mann. Hallo. Lasko. Pumpe. Pumpe. Zwei. Filter, sehr gut. Ich glaube, die Kombination aus Konsum und Armut macht halt auch noch mal was aus. Ich finde das ganz spannend, so wie, also male ein Bild zum Thema Sucht, was da rauskommt. Und da kommt, glaube ich, oft der Heroinkonsument raus, der die Spritze noch im Arm stecken hat. Und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt und eben auch ein sehr stigmatisierter und sehr unbeliebter Ausschnitt von Drogenkonsum. Gesellschaftlich ist es eine Farce, dass du teilweise für 25 Cent, 30 Cent eine Flasche Bier kriegst und das günstigste zu essen kostet dann irgendwie 50 Cent. Und dann ist ja klar, dass ich dann mir lieber das flüssige Brot hole, was vielleicht noch ein bisschen wirkt, statt irgendwie auf ein Brot oder einen Apfel zu sparen. Möchte noch jemand in den Konsumraum? War da noch wer? Ich stehe auf der Liste, ne? Alles klar, dann komm der mit. Nimmst du gleich mit, dann geh wieder vor, Moni. Bitte schön. Wie oft nimmst du denn am Tag? Ich mach nur die 12 Kilometer. Ah, okay. Viel zu oft. Weil es ja nicht so, dass ich auf Wolke 7 schwebe oder so, es ist halt nur, dass ich funktioniere irgendwie. Mittlerweile ist es halt. An sich ist es, es ist nicht unangenehm irgendwie, der körperliche Entzug ist halt das Problem. Ich würde auch sagen, dass die gesellschaftliche Sicht irgendwie das Ganze irgendwie dramatisch macht. Irgendwie. Alle konsumieren ja, alle machen dasselbe, drücken Knöpfchen im Hirn. Der Unterschied ist halt einfach, mit was man das macht. Ob es jetzt mit Arbeit ist, mit dem Spielen von einem Computer oder Automaten, Alkohol, Kippen oder sowas. Alkohol und Kippen sind Nervengifte, aber die sind legitim und hip, mach es. Und hier bei Heroin wirst du ausgegrenzt und angeekelt angeguckt. Heroin, Kokain gelten ja als harte Drogen und Alkohol als weiche. Dabei ist Alkohol ja lebensgefährlich im Entzug. Es gibt keinen Grund. Es sterben viel mehr Menschen an Alkoholabhängigkeit als an Drogenabhängigkeit. Ich empfinde das als völlig unangemessen, dass dann auf der einen Seite beide Augen fest zugedrückt werden, um nicht wahrzunehmen, was für ein brutales Problem das mit dem Alkohol ist. Und gleichzeitig dann bei Heroin und Kokain dann alles aufzureißen und die ganze Zeit panisch zu werden und zu illegalisieren und die Leute alle in den Knast zu schmeißen und dann zu denken, das ist dann eine gute Drogenpolitik. Also kann ich überhaupt nichts, kein gutes Haar dran lassen.
Weiß man eigentlich, von wem das war heute, wo es die vielen Überdosen gab? Nee, ich habe tatsächlich nur am Rande mitbekommen, aber ich weiß nicht, ob die beim gleichen Dealer gekauft haben oder ob das generell hier gerade in der Gegend war. Kann ich dir nicht sagen. Also es war vor ein paar Wochen schon mal so, dass ganz übles Zeug unterwegs war und heute ging es ja wirklich einigen nicht so gut. War das Dreck oder war das einfach nur so? Was ich, also was Martin gesagt hat, war es wohl eher Dreck. Ja, das hat euch dasselbe Zeug gegeben. Ja. Erstmal ist der freie Wille von Menschen ja immer zu respektieren. Und der ist auch in Bezug auf Drogenkonsum und dem Wunsch nach Rauch oder dem Bedürfnis nach Substanzen, der geht ja nicht weg dadurch. Das ist ja auch eine, also bei Sucht handelt es sich um eine Krankheit, aber deswegen gibt es ja trotzdem noch Selbstbestimmung bei Menschen. Also da bin ich auch sehr froh darüber, diesen Ansatz zu haben, halt die Leute erstmal so zu akzeptieren, wie sie halt zu uns kommen. Und es ist ein viel besserer Ansatz, als zu sagen, so stopp, hier bitte keine Drogen mehr und das geht nicht. Dann also das würde ja mit dem Drogenkonsum schon mal gar nicht einhergehen. Und deswegen ist es viel sinnvoller, die Leute erstmal da abzuholen, wo sie sind, um dann halt mit einer Zeit zu schauen, irgendwie gibt es noch eine Perspektive, wie sieht es aus mit Hartz IV, wie sieht es aus mit Wohnung, gibt es eine Möglichkeit, dich irgendwo unterzubringen. Und das ist aber nichts, was halt beim ersten Kontakt gemacht wird, weil das die Leute sonst auch oft verschrecken kann, sondern dann mit der Zeit einfach dann bearbeitet wird. Die akzeptierende Drogenarbeit gibt es seit rund 30 Jahren. Zunächst als unabhängige Initiative gestartet, um die Lücke der restriktiven Drogenpolitik der 90er Jahre zu füllen, bildet sie inzwischen ein wichtiges Standbein in der Arbeit mit Süchtigen. Auch weil sie hilft, Menschen zu unterstützen, die keine Lust auf ein Leben in Abstinenz haben. Ich nehme mal jemanden, der vielleicht ein bisschen jünger ist, so Anfang 20, Mitte 20. Und wenn er das erste Mal oder sie sich entscheidet, eine Therapie machen zu wollen, dann ist der Gedanke, okay, und danach bin ich mein Leben lang abstinent von dem oder der, ne, dem Stoff, zum Beispiel Alkohol, Cannabis, was auch immer. Das ist ein Gedanke, der, glaube ich, gerade jungen Menschen, so erlebe ich es auch in den Gesprächen, der fällt nicht so einfach. Und der ist eigentlich fast utopisch und schwer vorstellbar. Ja, also wenn ich irgendwie mit Anfang 20 mir vorstellen muss, okay, ich darf jetzt ein Leben lang vielleicht kein Alkohol mehr trinken, dann ist das wahrscheinlich nichts, was so realistisch ist. Ja, und von daher ist erstmal der Weg, okay, dann mach doch erstmal die Abstinenz. Das heißt ja nicht, dass das dann immer so ist, aber erstmal ist es die Abstinenz, um quasi, ne, wieder in dein Leben in geordnete Bahn zu bringen, irgendwie mit dir selbst im Reinen zu sein, wieder dich besser zu fühlen, deine Sachen zu regeln. Und was in 5 oder 10 Jahren ist, oder vielleicht auch nur in 3 Jahren, das wird man dann sehen. Ja? Also so weit muss man noch gar nicht spinnen einfach. Aber egal ob langfristig abstinent, in Konsumpause oder aktiv konsumierend, der Weg weg von den Drogen oder die Suche nach dem richtigen Umgang braucht Geduld, Willen und viel Unterstützung von außen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin hier jetzt das super Vorbild, sondern ich halt für mich kriege es nur echt gut hin, also weil ich auch so viel halt Unterstützung halt von meinen Freunden und Frau habe und so. Und deswegen schaffe ich das ganz gut. Und ich kann auch nur halt jedem raten, da möglichst offen mit umzugehen und es nicht für sich zu behalten und zu sagen, so ja, ich kriege das schon irgendwie halt in den Griff, sondern es muss am besten jeder wissen, auch wenn es sehr peinlich ist und so, aber es hilft einem auf jeden Fall, das noch besser durchhalten zu können. Und egal, ob bei noch bestehendem Konsum oder in dem langen Leben in Abstinenz danach, für einen süchtigen Menschen richtet sich oft der ganze Alltag nach der Sucht. Die Sucht ist mal mehr und mal weniger präsent. Es gibt Tage und Wochen, so wie jetzt, wenn ich stabil bin, da ist der Gedanke zwar da, aber ich weiß, ich werde heute nicht konsumieren. Es gibt aber auch Phasen, wo ich melancholisch-depressiv bin, wo der Konsum ganz weit oben steht, wo ich mich manchmal jede Stunde damit auseinandersetzen muss, trinke ich oder trinke ich nicht. Noch was, was Sie von den Enzymen kennen? Welche Entzugssymptome? Ja, ein bisschen wackelig auf den Beinen. Das sind aber Zustände, wo ich, da weiß ich, es kann immer wieder passieren. Also es wird nie vorbei sein. Ich war im Januar das letzte Mal zur Entgiftung gewesen und ich wusste, wenn ich so entlassen werde, wird es nicht lange gut gehen. Und ich hatte dann die Idee, um so einem Rückfall zuvorzukommen, brauche ich Stabilität. Und ich bin dort dann über
ja, 8 Wochen oder noch ein Stück weit länger jeden Tag zur Alkoholkontrolle hingegangen. Ich bin jeden Tag abends zum Pusten hingefahren. Und das hat mir zum Beispiel unwahrscheinlich geholfen, gerade die schwere anfängliche Phase der Wiedertrockenheit dann zu überstehen. Hallo. Schönen guten Tag. Ich habe Einzel bei Frau Dr. Dornhoff. Ich gehe ins Zimmer. Ja, Sie ja? wissen, wo sie sitzt? Ja, ich weiß nicht Bescheid. Danke. Wenn so solche Sachen von mir selber kommen, dann sind die Stationen in der Regel auch nicht abgeneigt, damit zu gehen, weil die sind ja doch daran interessiert, mich so lange wie möglich stabil zu halten, dass ich eben nicht stationär aufgenommen werden muss. Das sind dann aber ganz individuelle Vereinbarungen dort mit den Ärzten und ja, nur nach Absprache. Das ist jetzt kein generelles Angebot. Open your eyes. What can you see around? Hallo. Schönen guten Tag, Dr. Dornhoff. Was im Moment mich ein bisschen beschäftigt ist, wir haben jetzt November, es geht auf Dezember, Januar zu. Und das sind ja, Dezember, Januar sind so die Monate, wo es bei mir immer kritisch wird. Wie kamen Sie darauf, dass es sozusagen der Gedanke überhaupt aufkam? Also das ist so ein bisschen mit Blick auf Jahresende und wenn sich immer mehr die Sachen um Weihnachten drehen. Letzte Weihnachten war ich ja hier gewesen, das war so völlig chaotisch. Mhm. Und im Januar auch nochmal. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich eventuell Sachen übersehe. Ja. Dass ich jetzt sage, okay, mir geht's gut, weil es muss so sein. Oder dass ich mir zu viel Sorgen mache, also dass ich so aus dem Gleichgewicht rutsche. Egal wie gut aufgestellt das Hilfesystem ist, wie gut Einzelne unterstützt werden können. Am Ende kommt es immer auf den eigenen Willen an, sein Leben zu ändern und sich vor der Versuchung zu schützen. Es gibt Glauben. Und ich glaube, das ist unabdingbar, um den Ausstieg zu finden. Jetzt nicht Glauben an Gott oder Glaube als solches, ja. Glauben an sich selber, Glauben an die Menschen, Glauben an die Gesellschaft, Glauben, dass man es schaffen kann. Ja. Ich muss bereit sein, mit dem Alten zu brechen, ja, und daraus zu wollen. Also, irgendwo schon. Das ist natürlich auch ein schmerzhafter Prozess. Aber ich muss bereit sein, mit zu brechen. Jetzt diese Therapie, was ich gerade mache, Wetter ist so schön und Wetter ist manchmal für mich auch eine Katastrophe, ja, was meine Sucht betrifft. Ich habe mit Alkohol zu tun und ich sehe Menschen, die da sitzen, sich da gönnen und diese Bier so reinziehen. Also es ist echt übelst anstrengend manchmal. Also manchmal habe ich echt die Nase voll. Da denke ich so, ey, du musst auf jeden Scheiß aufpassen, wirklich. Also gerade was den Alkohol angeht, es ist ja jetzt nicht so, dass der ist ja wirklich in der Gesellschaft dermaßen etabliert. Das fängt beim Märchen an, ne? Rotkäppchen bringt der Oma in Wein nach Hause. Ne, jetzt mal blöd gesprochen. Du stehst im Penny an der Kasse, musst warten und dann stehen die ganzen Alkoholflaschen vor dir. Also ich hoffe ja echt, also, dass das irgendwann mal... Das ist ehrlich schwer. Oh, es ist richtig krass. Also wir waren dann auch draußen jetzt, wie du schon gesagt hast, wenn schönes Wetter ist. Ne? Jeder hat einfach ein Bier und Mixerin in der Hand. Ne? Ich gehe schon davon aus, also, dass das sehr verbreitet ist. Auch wenn man es nicht so genau sieht, aber jedes Mal, also wenn ich halt über mein Problem halt gesprochen habe, ich bin da also sehr offen halt auch mit umgegangen und habe das halt auch meinen Kollegen und auch meiner Familie halt auch so, also direkt auch so erzählt und habe denen das probiert auch nahe zu bringen, merke ich halt immer wieder, also dass viele sagen, ja, das könnte ja wahrscheinlich eigentlich auch auf mich zutreffen und von daher würde ich das schon so einschätzen, dass es schon ein sehr flächendeckendes Problem darstellt, also Alkoholkonsum oder auch Missbrauch. Ne? Er spürte, wie seine Traurigkeit und Erschöpfung mit der lösenden, sentimentalen Umarmung des Bourbon verschmolzen. Es war ein Augenblick katastrophalen Reizes. Wie konnte er auch nur hoffen, jemals mit den Drogen aufzuhören? Sie ließen ihn so heftig empfinden. Sucht ist eine Erkrankung, die sich quer durch die Gesellschaft durchzieht. Das ist was wir immer wieder beobachten. Das merken wir sozusagen, welche Klienten zu uns kommen, in Anführungsstrichen. Ja, also aus welchen Bevölkerungsschichten oder Berufsgruppen die Leute zu uns kommen. Daran kann man es sehen. Und wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft, wenn man einen Freundes- und Familienkreis hat, kriegt man das mit, sozusagen, dass Leute mit diesem Thema Sucht und Missbrauch von Substanzen ganz viel zu tun haben. Man würde es, denke ich, aus meiner Sicht besser besprechen können, wenn man nicht immer erst diese Unterscheidung macht zwischen legalen und illegalen Geschichten. Das ist, glaube ich, man kann von jedem Stoff einen Umgang damit finden, der
unproblematisch oder unproblematischer sein kann. Ich glaube, Sucht ist ein Thema, was massiv unterschätzt wird, wie viel das in unserer Gesellschaft bedeutet. Das ist natürlich in erster Linie schon die Alkohol- und die Nikotinsucht, die zahlenmäßig einfach viel größer sind. Das hat auch was bestimmt was damit zu tun, dass Alkohol bei uns ja eine sehr tolerierte, auch über Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrhunderte sozusagen integrierte Droge in unserer Gesellschaft ist. Ja, genau, die gehört einfach dazu. Und da steht auch eine große Wirtschaftsmacht hinter und so weiter und so fort. Also das sind so Themen. Genau, da wird's. Das bringt natürlich mit sich, dass es anders wahrgenommen wird und anders verankert in uns in unserer Gesellschaft. Und da habe ich den Eindruck, das wird. Da müsste man noch mal anders drüber informieren, da müsste man anders noch mal auch sensibilisieren, auch die Leute. Politisch katastrophal, also die Politik empfinde ich als reinen Hohn. Da sitzen nur Leute, die keine Ahnung haben, Entschuldigung. Aber dann einzuknicken, statt immer noch Alkoholwerbung zu machen, nur weil man einknickt, weil wir so schöne Bierfabriken in Bayern haben. Also das sind alles so Sachen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich habe ja schon verstanden, dass es der Regierung auch gerade in der Corona-Situation so die Gesundheit der Bürger so wichtig ist. Dann können die dann, wenn die Pandemie vorbei ist, oder jetzt schon auch mit der Tabakindustrie und Alkoholindustrie beginnen. Das meine ich ernst. Was für den Einzelnen gilt, gilt auch für die Gesellschaft. Der Weg zu einem vernünftigen Umgang mit Sucht und Konsum ist noch ein hartes Stück Arbeit. Ich glaube, das Wissen darum und was Konsumproblem bedeutet, plus was die Folgen sind und vor allem die kleinen, stillen Folgen, da gibt's noch ganz viel Aufklärungsbedarf und ich glaube, da wäre auch wirklich was an Lebensqualität rauszuholen für die Menschen. Aber der Weg kann lohnenswert sein. Für den Umgang der Gesellschaft mit Konsum, mit Kriminalisierung und Exklusion. Und für jeden einzelnen von Sucht betroffenen Menschen.